Es ist ein Thema, das ja vielleicht den ein oder anderen Seitenblick tatsächlich gut verträgt. Und Heimat gemeinsam gestalten, der Beitrag der Kirche, so der Titel der Reihe, ist für mich Anlass, Sie in drei verschiedenen Bereichen mit ein paar Impulsen hier dann auch in die Auseinandersetzung, in die Gesprächsrunde am Anfang, aber dann vor allem auch in das Gespräch mit Ihnen zu bringen. Und es wurde ja von Frau Frange schon dargestellt, ich bin auch Fotograf und ich arbeite mit Bild. Das bedeutet, Sie werden jetzt keine Texte hier lesen, sondern Sie werden nur Bilder sehen. Und die Bilder passen manchmal zu dem, was ich sage, und manchmal passen sie nicht zu dem, was ich sage. Auch da darf ich Sie sehr herzlich einladen, hier quer zu denken und da quer zu denken und da gleich dreimal quer zu denken. Es ist immer eine gewisse Gefahr, wenn man einem Professor das Mikro gibt. Ich darf um ein deutliches Zeichen bitten, wenn ich meine Zeit massiv überschreite. Manchmal machen es die Studenten so, dass sie einfach rausgehen. Das hoffe ich, machen sie nicht, sondern sie geben mir einfach ein Zeichen. Kirche und Heimat. Manch einer von Ihnen hat es erkannt. Das ist Winkelmoos, das ist Maria Himmelfahrt, Kräutermesse. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Klischee, das lebt. Es ist mehr als ein Klischee. Es ist gelebte Verbundenheit mit Heimat, gelebte Tradition im kirchlichen Kontext. Und ich stelle dieses Bild ganz bewusst am Anfang, weil es schon, auch weil es ein Klischee ist oder weil es Klischees bedient, natürlich etwas einfach darstellt. Wenn Sie so wollen, die gute alte Zeit. Der erste von drei Teilen meiner Impulse trägt die Überschrift Heimat als Projektion oder das Paradoxon von Ich, Wir und Welt. Wir sind alle einzigartig. Jeder von uns ist nur einmal auf dieser Welt, in dieser Form, so gestaltet, mit ihrer jeweiligen Geschichte. Und wir sind paradoxerweise abhängig von anderen. Wir sind soziale Wesen. Ab der Geburt, ab dem Trennen der Nabelschnur sind wir dennoch immer abhängig von unserer Umgebung. Und wir beeinflussen unsere Umgebung. Manche von Ihnen weiß es noch, als die kleinen Schwarzen nicht aufhörten zu schreien. Und die Nächte einfach unendlich lang waren, weil ewiges Geschrei. Die Beeinflussung eines so kleinen Wesens von am Anfang noch kleinteiligen sozialen Dimensionen wie Mutter, Vater und dann vielleicht die Geschwister, die geweckt werden, ist der erste Hinweis darauf, dass wir nicht frei, völlig losgelöst, unabhängig sind. Wir sind abhängig. Und wir sind eingebunden. Und paradoxerweise ist das für das Individuum auch gut. Und wir sind nicht allein in unserem kleinen Nahraum. Wir sind nicht in der Lage, in der Moderne, und wir waren es auch im historischen Kontext nicht in der Lage, unser Leben vollkommen autark als Gemeinschaft zu gestalten. Auch hier sind wir abhängig von anderen. Und die globalisierte Welt der Postmoderne zeigt, dass diese Vernetzung
über den ganzen Globus funktioniert. Dass das, was heute in Mosambik passiert, auch hier manche Herzen berührt. Wir sind in einer Echtzeit eingebunden, dass es eben möglich ist und manchmal auch notwendig ist, die andere Ecke der Erde genauso in den Blick zu nehmen, wie das, was im Nachbarort passiert. Dieses Paradoxon von Ich, Wir und Welt zeigt sich in der sogenannten Unsymmetrie, also beides auch wieder gleichzeitig. Die Unsymmetrie in Raum und Zeit bilden die Beheimatungsprozesse. Wir haben auch hier in Mühldorf in der Gegend, wir haben seit dem Jahr 2014, 2015 ganz stark natürlich Entwicklungen, die uns unmittelbar vor Augen geführt haben, was es heißt, Heimat zu verlieren. Menschen, die zu uns kamen, die heimatlos geworden sind. Ich spreche jetzt nicht von den Beweggründen, ich spreche von der Tatsache, dass sie heimatlos geworden sind und den Bemühungen in vielen Teilen von Gesellschaft, auch Kirche, diesen Menschen auch wieder Beheimatung zu geben. Wir haben also einen Prozess, in dem es einerseits immer wieder sehr schnell zu einer Entheimatung kommt und gleichzeitig auch global gedacht wieder die Möglichkeit, Beheimatung zu realisieren. Das ist paradox. Diese Position des Einzelnen, des Nahraums, des Milieus, in dem wir uns bewegen, hängt zum einen zusammen von der Überlegung, dem kognitiven Betrachten. Ein Beispiel, wenn Sie einen neuen Arbeitsplatz anfangen, dann ist er fremd. Dann ist das Team fremd, dann ist das Gebäude fremd, dann ist man wirklich nicht zu Hause. Wenn Sie aber erst bei 25 Jahren beim Siemens waren, dann ist das Ihre Heimat. Es ist ein kognitiver Vorgang, auch tatsächlich Heimat anzunehmen und zunächst einmal schon zu suchen. Der Ball, bewegende, gewinnmaximierende Verein in der roten Farbe hat ja mit dem Slogan gearbeitet, wir sein wir. Auch wenn das dann mit dem Finale der Bohren nicht so funktioniert hat. Es ist ein ganz bewusster Akt. Manchmal ist er tradierte, aber trotzdem ein bewusster Akt zu sagen, ich ziehe mir jetzt ein rotes, ein blaues, ein grünes, ein gelb-schwarz gestreiftes Leibchen um und bin Teil dieser Beheimatung. Und gleichzeitig, auch das wieder paradox, ist ein hohes Maß an Emotion dabei. Bei wenigen ein so hohes Maß, dass wenn jemand das Falsche die falsche Farbe im Leibchen trägt, dann ist eine Auseinandersetzung. Es hat also immer Herz und Verstand. Es hat immer eine Zugangsmöglichkeit über Äußeres und es gibt immer eine Zugangsmöglichkeit über Inneres, um Beheimatung zu realisieren. Wenn wir jetzt Kirche anschauen und fragen, auch hier in einem eher ländlich strukturierten Kontext, was Kirche noch für Heimatformate für Menschen bereithält, dann wäre ein erster Hinweis, ich komme später nochmal drauf, kann
Heimat ein Grundzustand von Kirche sein? Ist das, was wir in unseren jeweiligen Bezügen über die Jahre, Jahrzehnte hinweg realisieren, ist es tatsächlich etwas, von dem wir sagen können, Kirche ist immer Heimat, dauerhaft, nicht ändern? Oder gibt es, auch das ist eine schmerzvolle Erfahrung seit längerem, nicht doch auch Entwicklungen in und mit Kirche, bei der einige von uns fremd geworden sind? Sie sehen hier ein Aufstellen eines Maibaums, interessanterweise lauter Männer, lauter Schauke. Das soll jetzt keine Analogie zur katholischen Kirche sein. Aber die schaffen etwas gemeinsam. Sie bauen etwas auf. Und dieses gemeinsame Tun, dieses gemeinsame Wirken schafft Heimat. Der zweite Komplex, den ich in den Blick nehmen möchte, ist denn überhaupt Kirche in der säkularen Gesellschaft verbeheimatet. Oder in unserem Kontext ist Demokratie Heimat für katholische Kirche. Johannes der 23. stieß die Fenster und Türen auf. Das Öffnen auch der Kirche in Deutschland in der Nachkriegszeit fiel zusammen mit der Neuausrichtung der deutschen Gesellschaft. Neuausrichtung nach dem totalen Zusammenbruch, nach dem Zusammenbruch nach Nazi-Herrschaft, nach Nazi-Diktatur und, auch das muss man kritisch sehen, auch einer breiten und gesellschaftlichen Kontext angelegten Unklarheit, Unstrukturiertheit. Hier war in dieser Aufbauphase bis in die 1970er Jahre hinein ein Miteinander von Kirche und staatlicher Seite gegeben. Es waren Situationen, Entwicklungen, Möglichkeiten, die heute, Sie haben vorher das Kreuz angesprochen, das von Politik aufgegriffen worden ist im letzten Jahr, die so nicht möglich gewesen wäre, weil deutlich war, wer für was, in welchen Bereichen und in welchem Miteinander auch tatsächlich wirken kann und soll. Es war ein befruchtendes Miteinander, ein gegenseitig befruchtendes. Vielleicht auch eine Anregung für die Diskussion jetzt gleich, ob es noch ein gemeinsam befruchtendes ist. Denn die gesellschaftlichen Transformationsprozesse, die nicht nur Jugend betrifft, die auch nicht nur Ausdruck findet im Gebrauch von Smartphone, von Internet, von Erschaffung digitaler Welten und dem Eintauchen dieser digitalen Welten und dem Herausnehmen aus der analogen Welt, nicht nur das alles, sondern noch einiges mehr führte dazu, dass die Entwicklung dieser Positionierung von Kirche in Gesellschaft in Frage gestellt wurde und wird. Aus der sehr unmittelbaren Entwicklung, gerade was jetzt im Kontext des sexuellen Missbrauchs innerhalb von kirchlichen Strukturen betrifft, ist es eine Art Prüfung, die von gesellschaftlicher Seite und von sehr unterschiedlichen und früher auch sehr wohlwollenden Kirche gegenüber Seiten jetzt formuliert wird, inwieweit es gelingt, tatsächlich diese Herausforderung zu bestehen. Weitere Transformationsprozesse an dieser Stelle wären, dass wir natürlich eine Pluralisierung in dieser modernen, postmodernen vorfinden, dass wir nicht mehr eine Milieugebundenheit haben,
dass wir nicht mehr einen Arbeitsplatz haben, den vorher genannten Siemensianer, der 25, 45 Jahre ist, bei der Firma ist, den gibt es in Zukunft so kaum. Das bedeutet, wir haben eine immer stärkere Individualisierung auch hier bei Menschen und bei einzelnen Milieus vorzufinden. Vor 5, 6 Jahren war ja mal wieder eine größere gesellschaftliche Diskussion, ob es denn nicht Parallelgesellschaften in Deutschland gäbe. Es gibt sie und es gibt sie schon sehr lange. Vorher das Bild im Reitem Winkel. Reitem Winkel ist ein Ort, der eine hohe Heimatverbundenheit hat, der einen hohen Fremdenverkehr hat und der auch einen hohen Zuzug von aus Norddeutschland, aus anderen Ländern der Republik und aus anderen europäischen Staaten zeigt. Dort bildete sich bereits seit längerem eine eigene Community heraus von Menschen, die zugezogen sind, die nicht seit 3, 4, 5 und noch mehr Generationen vor Ort leben. Parallel dazu gibt es eigene Treffzirkel, eigene Bereiche. Ich wohne in Heidhausen in München und der Nachbar, Stadtteil Bogenhausen. Und das ist auch schon eine Parallelgesellschaft. Wir haben in einer Struktur wie München sehr viele unterschiedliche Parallelgesellschaften, in denen es tatsächlich auch schwierig ist, mit der gleichen Sprache zu sprechen. In der es tatsächlich schwierig ist, den gleichen Habitus einzunehmen, indem man lange, lange, lange Zeit als Leichschmeckt wahrgenommen wird. Das gibt es im wissenschaftlichen Kontext, genauso wie im kirchlichen Kontext, wie im politischen Kontext. Also, es gibt Parallelgesellschaften in Deutschland. Wäre denn Demokratie ein gelingender Entwurf für katholische Kirche? Wäre ein Ausbau dessen, was wir an schon Mitsprachestrukturen innerhalb der Kirche haben, ein Weg, der sinnvoll ist? Darüber zu streiten, hat sicher eine theologische Dimension, die ich mir nicht anmaße. Ein Blick in die Geschichte aber zeigt, dass Kirche, dass katholische Kirche bei weitem nicht diese Nähe zu Demokratie in sich trägt, wie sie derzeit offensichtlich gegeben ist. Vielleicht erinnern Sie sich an das Bild, als Papst Johannes Paul II. Die Trauerfeier am Petersplatz stattfand, 2005, und die erste Reihe der weltlichen Gäste waren durchgehend Hochadel aus Europa. Die zweite Reihe waren demokratische Vertreterinnen und Vertreter. Das, was wir in Deutschland mit guten Entwicklungen in einem Demokratieverständnis in den letzten Jahrzehnten erkennen konnten, ist ein Schritt, ist aber nicht das Ende einer Demokratisierung von Kirche. Hier gibt es, nochmal betont, gute Argumente, das in Frage zu stellen. Wenn wir aber bei der Frage eigentlich ausgegangen sind, was ist denn die Position von Kirche in einem demokratisch verfassten Rechtsstaat, dann ist hier der ein oder andere Zweifel zu legen, ob das dauerhaft in diese Richtung weitergehen wird. Und der letzte Bereich, ich habe immer noch kein Zeichen erhalten, der letzte Bereich, den ich einen Blick nehmen möchte zur Anregung, Heimat gemeinsam gestalten oder die Frage, was tun? Es ist verschwommen,
das Bild von Heimat. Es ist unklar, wer dazu zählt. Es ist nicht auf dem ersten Blick erkennbar, die ja, jene nein. Wenn wir fragen, was kann auch Kirche, aber auch Politik, auch andere gesellschaftliche Bereiche tun, dann haben wir auf der einen Seite ja eine populistische Entwicklung seit ein paar Jahren und auch in Deutschland, in anderen europäischen Ländern sicher stärker, die eine Absolutheit in den Blick nehmen, die Aussagen treffen, bei der es nur ein Dafür oder Dagegen gibt, die eine 110-prozentige Eindeutigkeit erfordern. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Beschränktheit als Kennzeichen aller gesellschaftlichen Akteure anzuerkennen ist. Jeder von uns hat einen spezifischen Fokus und auch die Milieus, in denen wir uns bewegen, haben eigentlich einen Fokus. Aus dem Fokus heraus sich zu positionieren und zu sagen, mit diesem Blick erkläre ich die ganze Welt, führt dazu, dass wir exkludieren, dass wir ausschließen, dass alle die, die diesen Blick nicht einnehmen können, nicht dazugehören. Die Alternative dazu, und auch das, was wir heute hier tun, dankenswerterweise, ist Austausch ermöglichen. Ist das, was über Grenzen gehen bedeutet. Das auch bedeutet, in Kontroversen zu gehen. In Kontroverse gehen bedeutet aber auch zuzuhören und nicht niederzuschreiben. Die eigenen Argumente, vielleicht nicht im Streitgespräch gleich, aber dann zu Hause oder auf der Einfahrt nochmal herzuholen und sagen, ah, vielleicht war das ein oder andere Gegenargument, könnte ich nochmal überlegen. Austausch bedeutet, wir sind im Gespräch. Austausch bedeutet, ich höre dem anderen zu. Wenn wir vorher bei der Individualität waren, dann sind die Milieus ja mehr und mehr Ausdruck meiner Individualität. Ich nicht nur in einem Kontext sozialer Medien, ich bewege mich nur noch in einem Kreis, der das Gleiche denkt wie ich. Wenn ich Austausch ermögliche, dann nehme ich genau anderes, Verstörendes, Widersprüchliches mit in den Blick, ich höre es an, ich betrachte es, ich bewerte es und ich komme eventuell, Klammer auf, hoffentlich, Klammer zu anderen, zu neuen Erkenntnissen, Vorstellungen, Positionierungen. Vielleicht auch sogar mit neuen Augen. Diese Dimension würde bedeuten, dass wir nicht eine Integration realisieren in ein bestehendes Heimatgefüge, sondern dass wir tatsächlich Inklusion ganz unterschiedlicher Menschen, Ideen, Vorstellungen zulassen und aber natürlich im Austausch bleiben. Das ist nicht ein einmaliger Prozess, der irgendwann abgeschlossen ist, sondern das ist Aufgabe von Gesellschaft gestalten. Das Ganze, vorher schon ganz kurz angekündigt, geht durch eine Sprache des Herzens und des Verstandes, aber vor allem durch eine Sprache, die das Miteinander sprechen erlaubt. Wenn es sein muss, redet man halt Burisch, wenn es nicht sein muss, spricht man halt nicht Burisch. Aber in der Regel versucht man, die Sprache des anderen so weit sich anzunähern, dass man miteinander unterwegs sein kann. Und wenn wir das Hirn
den Verstand, die Kognition dabei ansprechen und gleichzeitig aber auch das Herz, das Gefühl ansprechen wollen, dann ist ein elementarer Zugang der Humor und die Gelassenheit. Ich weiß, das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber gerade die katholische Kirche sollte aus meiner persönlichen Meinung jetzt mehr wieder der Gelassenheit und dem Humor zugeneigt sein. Eine Aufgeregtheit in Gesellschaft begegnen mit Gelassenheit. Das bringt ein Durchatmen, bringt Vertrautheit und bringt vielleicht so etwas wie Heimat. Dankeschön. Thank you.